Hallo und herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind immer noch in Sibirien, Lara ist immer noch kalt, ihr habt es gerade gesehen, sie wärmt sich die Hände am Feuer. Jetzt zieht sie wieder das tolle orange Knicklicht, was mich natürlich persönlich sehr doll freut. Und wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen weiter und machen jetzt in dieser Folge natürlich auch die Hauptquest weiter. Ich glaube, es befinden sich ein paar Trinity-Agenten in der Nähe. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich muss nochmal kurz die Karte abchecken. Wir müssen auf jeden Fall nach da vorne hin. Ich werde nochmal versuchen, dieses Dokument zu kriegen. Das hatte ich in der letzten Folge auch schon probiert. Das befindet sich ja angeblich hier vorne auf dem Tisch, aber... da ist es nicht. Es ist einfach nicht da. Es ist eine Fata Morgana, aber was weiß ich, keine Ahnung, scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach erstmal weiter. Tiefschnee. Schnee verlangsamt die Bewegung und behindert einige Aktionen. Okay. Man muss sich natürlich auch mit dem Überlebensinstinkt immer gründlich umschauen. Und natürlich auch immer Ressourcen sammeln. Heilige Scheiße, was ist denn das für ein fetter Grizzlybär? Oh mein Gott, Lara! Was war denn das, bitteschön? Irgendwie hat es schon fast Tradition, dass ich in jeder Folge einen Fehlschlag habe, ja, aber irgendwie sollte das ganz anders ablaufen. Ja, Tiefschnee, ja. Stimmt ja, wurde gesagt. Alter Falter, hau ab! Yogi Bär habe ich aber anders in Erinnerung, der ist netter. Alter, wie groß der ist! Ist ja der Oberknaller. Los, Lara, machen fertig. Scheiße, das sah eigentlich ganz gut aus. Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Komm schon, Lara, nicht aufgeben. Ich muss die Wunde verbinden. Heilende Ressourcen. Sammeln Sie Kräuter und Stoff, um eine heilende Salbe herzustellen. Geile Scheiße, wir können auch noch Salben herstellen. Das Spiel zieht mich immer mehr in den Bann. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Welche Blätter? Ach so, die. Ich brauche einen Verband. Das werden wir schon zusammenkriegen. Ja, und der Kampf eben gegen diesen riesengroßen Bären, das war ja echt heftig. Da hat Lara echt Glück gehabt, noch so davon gekommen zu sein. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Ist die Trinity da unten? Müsste reichen. Mehr mongolische Ruinen. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei.
ausgefeilte Pläne. Finden Sie einen Weg, den Bären zu besiegen? Ja, ganz toll. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht runter. Ich hätte gehofft, wir können den Bären irgendwie umgehen, aber leider ist das nicht möglich. Also müssen wir da wieder hoch. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Das fetzt ja. Jetzt können wir uns noch aus Pilzen Gift für Pfeile herstellen. Zwei Stück brauche ich noch. Da ist wieder so eine Gletscherwand, da muss ich ja auch hochklettern. Bergungsgut. Mit Bergungsgut können Sie in den Lagern Waffen verbessern und zerstörerische Handobjekte herstellen. Yippie-ki-yo. Wo ist der Bär? Da haben wir auf jeden Fall ein Reh, da fliegt gerade eine Krähe weg, so scheint es auf jeden Fall. Es sieht nicht danach aus, als wäre hier in der Nähe noch irgendein Dokument oder dergleichen. Ich kann ja mal gucken. Nein. Da ist die Höhle. Das ist wahrscheinlich auch die Bärenhöhle. Aber ich brauche auf jeden Fall noch Pilze. Ohne Giftpfeile brauche ich mich diesem Riesenvieh, glaube ich, nicht nähern. Naja, das hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, hier schon alles abgegrast. Aber da oben ist noch irgendwas. Wie komme ich denn da rauf? Irgendwas befindet sich dort oben noch. Ich versuche mal hier rauf zu klettern. Geht das überhaupt? Nein, es sieht nicht danach aus. Es dient nur dazu, da wieder runter zu klettern. Schade. Echt schade. Aber warum zum Teufel ist hier das Dokument nicht? Ich verstehe das einfach nicht. Da hinten sind noch ein paar Kräuter. Und da ist, glaube ich, die Höhle, wa? Ja, da ist die Höhle. Die Frage ist natürlich, finden wir jetzt in der Höhle die restlichen Pilze oder befinden sich die Pilze noch irgendwo hier draußen im Wald? Die Frage stelle ich mir gerade. Wenn ich den Bären irgendwie rauslocken könnte, könnte ich den wahrscheinlich von hier oben fertig machen, aber es wird nicht klappen. Nee, es sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal in die Höhle des Bären. Ah ja, da ist noch ein Pilz. Jetzt haben wir eigentlich alle. Jetzt muss ich aber auch noch Stoff finden. Naja, das wird mir da vorne angezeigt. Aber was ist das hier? Damit sollte ich doch etwas anfangen können. Ich sollte ins Camp und es versuchen. Ach so, das war die Truhe mit dem Stoff. Okay, gut. Dann ab zurück zum Basislager. Und wenn wir die Giftpfeile hergestellt haben, werden wir uns den Bären auch stellen.
Giftpfeile. Nutzen Sie das Inventarmenü, um Giftpfeile herzustellen. Da sind sie. Pfeile, die beim Einschlag eine Giftwolke freisetzen. Falls die Todeswolkenpfeile-Fähigkeit bekannt ist, werden bei der Herstellung Pfeile des verbesserten Typs produziert. Na, das ist wahrscheinlich uns noch nicht bekannt. Zwei Pfeile habe ich jetzt hergestellt. Es gibt ein Waffen-Upgrade. Wir können die Kletteraxt verbessern. Neues Upgrade hergestellt. Umwickelter Griff. Und mehr können wir auch gar nicht herstellen. Muss mich ausruhen. So kalt. So müde. Nein, du hörst mir zu. Diese Entdeckung ist zu bedeutend. Die Scherum ist kein Deut um meinen verdammten Ruf. Wie kannst du es wagen, mir zu drohen, nach allem, was ich für dich getan habe? Hallo? Hallo? Dad, was ist passiert? Diese Narren! Du machst mir Angst. Ich bin nah dran, Lara. Nah dran an etwas sehr Wichtigem. Eines Tages wirst du es verstehen. Ich will das gar nicht verstehen. Ich will nur, dass du aufhörst. Sei wieder mein Dad. Na los, wir haben sie. Lauf weiter! Los! Schnappt sie euch! Hier ist noch ein Camp. Das Feuer war noch warm. Sie können nicht weit sein. Over. Der Funk ist noch instabil. Bleibt in der Nähe. Wir müssen sie finden, bevor sie wieder auf Raubzug gehen. Verstanden. Wir suchen alles ab. Tarnung, nutzen Sie das Gebüsch, um nicht entdeckt zu werden. Okay, wir haben erstmal einen lautlosen Kill ausgeführt und da wir ja diese eine Fähigkeit verbessert hatten oder vielmehr diesen einen Skill, den wir verbessert hatten, müssten wir auch ein wenig Munition mehr von Leichen bekommen. Herausforderungen, Raffen und Weg. Durchsuchen Sie die Leichen, ja, eine von drei Leichen geplündert. Alles klar, gut, so schnell konnte ich jetzt auch nicht lesen. Wir müssen auf jeden Fall Herausforderungen abschließen, um EP und Credits zu bekommen. Alles klar. Zentrale, wir schwärmen aus, um die Spur aufzunehmen. Roger, aber sie scheinen sich zurückgezogen zu haben. Das Primärziel ist, das vermisste Erkunden. Der kann erstmal keine Meldung mehr machen. Einseitige Konversation, na ist doch toll. So, einen müssen wir noch killen. Ich weiß gar nicht, kann sich Lara nicht ducken. Wurde mir das angezeigt, dass ich mich ducken kann? Ich weiß nicht. Ach, in solchen Baumstämmen gibt es auch Pilze, ja?
Nein, jetzt habe ich den Pfeil verschossen, ich Idiot. Scheiße. Die war noch für den Bären gedacht. Ich muss nochmal schnell zum Lager. Ich brauche noch einen Giftpfeil. Und ich kann keinen herstellen, oder? Doch. Gut, kann ich. Sehr schön. Und wie ich sehe, wir haben auch wieder einen Fähigkeitspunkt. Wir haben ja in Jäger und in Kämpfer schon was investiert. Dann werde ich jetzt mal bei Überlebender was machen. Die Frage ist nur, was ich mache. Schnelle Herstellung. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Listenreicher Kämpfer. Feinde, die durch hergestellte Objekte erledigt oder außer Gefecht gesetzt werden, bringen mehr RP. Brandbomben. Stellen Sie aus roten Benzinkanistern Bomben und aus feindlichen Funkgeräten Annäherungsminen her. Leichtfuß. Landen Sie aus beträchtlicher Höhe sicher und ohne Schaden zu erleiden. Rollen Sie sich bei der Landung mit Kreis ab. Eifriger Lerner. Erhalten Sie Bonus-Erfahrungspunkte durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte und Herausforderungen. Auge für Details. Finden Sie mit Überlebensinstinkten leichter Herausforderungspunkte. Oder Objekte, nicht Punkte. Ja, Mist, was machen wir denn jetzt? Ich mach Auge für Details. So, dann geht's weiter. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich mich anschleichen kann. Ich weiß gar nicht, vielleicht duckt sich Lara auch automatisch. Ich möchte sagen, das wurde nicht angezeigt, dass ich mich irgendwie ducken kann. Ach so, in größeren Gebüschen, alles klar. Na, Freundchen, pass mal auf. So, den hätten wir erledigt. Herausforderung abgeschlossen. Raffen und weg. Und jetzt müssen wir uns auch zum Bären begeben. Aber hier sind überall noch Trinity-Agenten. Ich werde mal versuchen, einen mit dem Bogen per Kopfschuss zu töten. Die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Schurke werden angegriffen. Schwärmen wir aus. Mist, jetzt haben sie es mitbekommen. Aber gesehen haben sie mich noch nicht. Hoffentlich kann ich mich hier versteckt halten. Ich werde beschossen. Wie viele sind hier denn? Ach, da ist der Typ. Okay. War's das? So, erstmal schnell hochheilen. Okay, naja, ich muss mich ja auch erstmal mit der Steuerung hier befassen. Das war gar nicht so einfach. Zumal Lara da auch nicht runtergesprungen ist von alleine. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald Fallen gelegt. Also waren das wohl Einheimische, die sie da beschossen hatten? Wir machen uns bereit. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Das waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit.
Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Okay. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, dann ist das das Dokument, was ich vorhin nicht einsammeln konnte. Ja, das war's. Es war nämlich jetzt erst verfügbar. Alles klar. Naja, das muss einem doch auch erstmal gesagt werden. Irgendwas liegt da oben, glaube ich, noch. Ist das ein Generator? Da hinten ist ein weiterer Trinity-Agent. Gucken, ob ich den lautlos mit einem Kopfschuss ausschalten kann. Super, hat geklappt. Hat mich der andere Typ da oben jetzt gesehen oder nicht? Na, das läuft doch wie am Schnürchen mit dem Bogen. Achtung, das Uplink ist noch defekt. Es gibt Störungen bei allen Übertragungen. Wir haben das Erkundungsteam noch nicht gefunden. Das ist immer noch unser Primärziel. Aufpassen. Ja, ja, wir passen auf. Ist das hier ein neues Basislager oder ist das meins? Nee, das ist meins. Ich bin im Kreis gelaufen. Scheiße. Naja, gut, egal. Wenn ich Glück habe, befinden sich jetzt keine Agenten mehr hier in der Nähe. Aber wo zum Teufel muss ich jetzt hin? Ich sollte doch zu der Höhle mit dem Bären eigentlich gehen. Ah, scheiße, dieser hohe Schnee. Dadurch werde ich echt langsam. Verdammt, er ist noch da. Ja, ja, Lara. Definitiv. So schnell haut er nicht ab. Hoffentlich kann ich mich irgendwo verstecken vor dem. Ich weiß gar nicht, kann ich hier hochklettern? Den Baum haut er da bestimmt locker weg, oder? Der Bär ist in der Höhle. Ich werde mir erstmal nochmal ein paar Pfeile nachholen. Na denn. Du großes Teddybärchen. Dann komm mal her. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Da ist er. Scheiße, jetzt hat er mich gesehen. Lara, lauf um dein Leben, los. Und dann schnell den Ast hier hoch. Lara, komm. Mit Zeit. Oh, Scheiße. Lara, komm schon. Alter, das Riesenkackvieh. Fuck, Alter, den habe ich daneben geschossen. Kacke. Ich versuche immer einen Kopftreffer zu landen. Ja. War es das? Hoffentlich war es das.
Bärenfell. Stellen Sie in Lagern aus Bärenfell hochentwickelte Ausrüstung, spezielle Outfits und verbesserte Waffen her. Sehr schön. Schön, jetzt können wir durch die Höhle durch. Ach, sieht das nicht geil aus mit diesem orangen Knicklicht? Ich kann immer wieder nur von schwärmen. Mensch, das Bärchen hat ja hier einige Schätze gehütet. Was ist das denn? Neue Ausrüstung erhalten. Waffenteile. Stemmen Sie Truhen auf, um Waffenteile und Upgrade-Werkzeuge zu finden. Sammeln Sie alle Teile einer Waffe, um sie in Basislagern herzustellen. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Teile mehr, dann können wir uns auch eine Pistole bauen. Und da haben wir mal wieder ein Dokument, das heißt, wir lauschen jetzt erstmal wieder der tollen Stimme, die das vorliest, was wir gleich sehen. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Okay. Das war mal wieder eine kleine Russisch-Lektion. Alles klar, jetzt müssen wir den Gletscher hier hochklettern. Oder können wir nicht auch runter? Nee, wir müssen hoch, wa? Aber was befindet sich hier unten? Ich meine, wenn wir hochklettern können, und wir können ja auch wieder hochklettern, dann sollte es hier unten vielleicht ein kleines Geheimnis geben. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es auf jeden Fall. Scheiße, das wird echt kalt. Ja, Lara, es tut mir leid, aber du weißt ja, immer auf der Suche nach tollen Schätzen. Da müssen wir sowas leider in Kauf nehmen. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Super, den können wir sicherlich gebrauchen, oder? Ach nee, das ist ja nur ein Relikt, das können wir ja gar nicht als Waffe verwenden, glaube ich. R2 halten, um zu tauchen. Okay. Oh, sieht das nicht geil aus hier unter Wasser? Und das Knicklicht leuchtet immer noch. Wo geht's jetzt hier lang und was ist der richtige Weg? Eine Peisa diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Hier steht: Bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs.
Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Ich glaube, diese unterirdischen Höhlen dienen nur dazu, Relikte einzusammeln. Zu mehr sind die gar nicht da. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, es gab immer noch diese Gletscherwand, wo wir hochklettern konnten. Neues Basislager entdeckt. Genau. Und ich hatte ja auch mal erwähnt in der vorherigen Folge, an diesen Basislagern können wir auch Schnellreiseziele wählen. Da wir jetzt ein neues Lager gefunden haben, haben wir erstmal einen neuen Zufluchtsort. Und ich finde, das ist eine gute Stelle, um diese Folge zu beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zugucken und vergesst nicht, abonnieren, kommentieren und vielleicht sogar eine Bewertung da lassen. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.